History auf der Fototour. Braunfels, Schloss Braunfels. Los geht's. Na, Servusla und herzlich willkommen auf dieser Fototour. Heute wird's richtig episch, das verspreche ich jetzt schon. Wir sind hier, knackige 50 Kilometer entfernt von Frankfurt am Main, in der Nähe von Wetzlar, in der Stadt Braunfels, mit ihren 11.000 Einwohnern. Dort sind wir heute zu Gast. Braunfels wurde übrigens 1246 oder 1245 das erste Mal urkundlich erwähnt. Ganz sicher ist es nicht. Anscheinend hatten die damals eine ganz schöne Sauglaue. Deswegen, Kinder, schreibt in der Schule ordentlich. Dann wisst ihr auch, wann eure Stadt entsteht, die ihr mal gegründet habt. Ich habe hier auf jeden Fall schon die Kamera am Start. Ihr seht, ich habe ganz viel Equipment heute dabei, weil das brauchen wir. Das blende ich euch natürlich wieder ein. Und ich habe jetzt die Kamera unten positioniert. Nutzt schön das Kopfsteinpflaster, eine schöne Linie, das alte Tor. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Foto. Da unten sehe ich schon den Marktplatz. Da gehen wir jetzt dann auch mal runter und schauen uns den genauer an. Aber jetzt machen wir das Foto und wie das geworden ist, das seht ihr jetzt. Ihr seht es jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Altes Fachwerk. Braunfels ist richtig alt. 1607 wurde es das erste Mal als Stadt eingetragen. Also seit 1607 hat Braunfels das Stadtrecht. Hier gibt es richtig gute Fotospots. Ich blende immer mal wieder Fotos ein. Und übrigens 1981 hat Braunfels den Europäischen Preis für Integration bekommen. Was das genau heißt, was es damit auf sich hat mit diesem Preis, weiß ich jetzt leider nicht genau. Wer es weiß, alle Braunfelser sind aufgerufen. Haut's in die Kommentare und sagt's mir. Hier am Marktplatz in Braunfels, wo wir uns jetzt gerade befinden, der entstand in seiner jetzigen Form 1727. Und ihr merkt auch schon, ihr seid etwas erhöht. Ihr seid höher als ich. Das liegt daran, weil ihr euch auf der Schütt befindet. Die Schütt ist ein Berg, ein künstlicher Berg, aufgeschüttet aus alten Resten, die beim großen Stadtbrand übrig geblieben sind. Da wurden die ganzen Baureste und ja, die Asche, die Erde dort aufgeschüttet. Und deswegen ist es die Schütt. Und ihr seht hier die ganzen Fachwerkhäuser. Das älteste mit am Start ist der Solmser Hof, den filmen wir jetzt auch gleich ab. Dann können wir ein bisschen die Fachwerkhäuser bestaunen. Und diese Kulisse hier im Braunfels wurde vermutlich auch im James-Bond-Film Octopussy verwendet. Die haben hier nicht gedreht, aber es als Vorlage verwendet und im Film könnt ihr dazu anschauen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist Braunfels übrigens ein Kurort. Ihr seht hier den Solmser Hof, eines der ältesten Fachwerkgebäude hier am Marktplatz. Braunfels im Hintertaunus lädt übrigens jeden Kurzurlauber zum Verweilen ein. Kneipanlagen, Wanderungen oder Kanutouren auf der Lahn könnt ihr hier machen. Auf der Suche nach den besten Fotolocations, aber dass ich mal auf dem Golfplatz lande, das hätte ich auch nicht gedacht. In Braunfels haben wir jetzt ein bisschen geguckt, wo man doch den ein oder anderen guten Spot auf die Burg oder auf das Schloss viel mehr sehen kann. Und ihr seht, der Name ist Programm, schöne Aussicht. Und hier geht es richtig schön über die Hecke drüber, die Dächer unten von der Altstadt ein bisschen drauf. Und ganz oben droht das Schloss. Glitzerndes Sonnenlicht dort, schaut richtig gut aus. Ich zeige es euch jetzt mal. Dort seht ihr das Schloss und da seht ihr die Kamera. In und um Braunfels, jetzt seid ihr hier langsam, ist die Stimmung für Dämmerungsfotografie und ich danke Gott den Herrn, dass man endlich wieder abends fotografieren kann. Aber hier in der Gegend fahren wir jetzt ein bisschen rum und ich habe jetzt einen Spot gefunden. Ihr seht mich hier, ein Männlein steht im Walde, gut getan, in grün. Kameras am Start. Die Autos, die hier hochfahren auf der Straße, übrigens die K380 zwischen Braunfels und Tiefenbach, markiere ich auf der Karte, wo das ist, ein super Spot. Die Straße geht direkt runter bis zur Burg Braunfels. Schöne Langzeitbelichtung kann man jetzt endlich wieder machen. Und das mache ich jetzt hier. Kleine Blende, lange Belichtungszeit, episches Bild. Und wie es wird, seht ihr jetzt.
Das eigentliche Ziel unserer Fototour ist das Schloss Braunfels. Und dort im Innenhof befinden wir uns jetzt. Ja, Braunfels selber liegt auf etwa 240 Meter Höhe. Und das Schloss selber ist nochmal erhöht über der Ortschaft auf der Basaltkuppel. Und hinter mir seht ihr den beeindruckenden Bergfried. Und das Schloss selber schauen wir uns jetzt genauer an. Und natürlich auch machen wir richtig gute Fotos hier. Huhu, hier drüben bin ich. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ein bisschen im Nieselregen. Ob es 1246 auch genieselt hat, wo die Burg das erste Mal urkundlich erwähnt wurde, weiß ich nicht. Mittlerweile ist es ausgebaut, umgebaut worden und ein richtig beeindruckendes Schloss. Da drüben seht ihr den Palast. Und der Ursprung der Burg ist eine Verteidigungsburg gegen die Grafen von Nassau. Seit dem 13. Jahrhundert ist das Schloss im Familienbesitz der Grafenfamilie von Solms-Braunfels. Und auch im 21. Jahrhundert, also aktuell, ist es immer noch in privater Hand. Im Jahre 1280 wurde die Burg erweitert zu einer Wohnburg und immer mehr Gebäude sind dazugekommen. Im 15. und 17. Jahrhundert wurde weiter ausgebaut und renoviert und modernisiert. Und der letzte Umbau war im Jahre 1885. Das Schloss Braunfels ist eines der beeindruckendsten Bauwerke des Historismus. Historismus ist die Form, wenn verschiedene Baustile mit einfließen. Ein bisschen märchenhaft. Neuschwanstein ist auch so eins, Burg Eltz ist auch so eins. Und auch Braunfels muss ich da wahrlich nicht verstecken. Ihr seht den beeindruckenden Turm. Und da machen wir jetzt ein richtig schönes Bild. Es ist, wie gesagt, ein bisschen nieselig. Das nutzen wir jetzt. Ich nehme eine offene Blende, kurze, knackige Belichtungszeit. Das Foto seht ihr jetzt und ich denke, es wird richtig stark. Während des 30-jährigen Krieges wurde Schloss Braunfels, übrigens auch wie die Albrechtsburg in Meißen, Video verlinke ich euch hier oben, sehr stark beschädigt. Oder ob es stark beschädigt hat, weiß man nicht genau. Aber auf jeden Fall hat Graf Heinrich von Trajektin, lateinische Übersetzung ist Utrecht, wurde mir vorhin zugeflößt, hat das Schloss auf jeden Fall wieder aufgebaut und in ein barockes Schloss umbauen lassen. Graf Wilhelm Moritz gelang jedoch zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein schneller Wiederaufbau, nachdem ein Stadtbrand 1679 Braunfels und das Schloss sehr stark beschädigt hat. Ihr könnt es ja an meinem Dialekt unweigerlich hören. Ich bin ein Franke und bin aus Bayern. Und für mich aus Bayern ist nicht das Schloss Neuschwanstein das Maß aller Dinge. Aber ich sag's euch, Braunfels muss und darf sich dahinter nicht verstecken. Ihr seht hinter mir den beeindruckenden Turm. Durch die zahlreichen Umbaumaßnahmen hier auf dem Schloss ist wirklich ein Märchenschloss entstanden. Und diesen Turm fotografieren wir jetzt. Ich nutze den Rahmen dort, setze den schön ins Zentrum. Blende und Belichtungszeit probiere ich aus, aber ihr könnt es auf jeden Fall jetzt sehen. Das Foto blende ich euch ein. Und nun schauen wir uns mal das Schloss von innen an. Die Steinstufen nach oben und ich nehme euch natürlich mit. Im Falle eines Krieges übrigens, oder ein vorsätzlicher Angriff oder eine Beschädigung der Burg, ist hier übrigens verboten, denn das Schloss unterliegt der Haager Konvention seit dem 8. Juni 2010. Oben angekommen auf 40 Metern, ihr seht es, für die Unsportlichen unter euch, ich bleib stehen, könnt ihr euch jetzt hier ausruhen und hier oben dann die Aussicht genießen. Führungen auf dem Turm sind möglich, aber da bitte vorher telefonisch anmelden. Auch an die kleinen Gäste hier auf der Burg wird gedacht. Aussichtshilfen. Für die Kinder und Jugendlichen, hier ist übrigens auch das Schlossgespenst unterwegs. Kinderführungen, viel geboten für die Kleinen. Hier oben habt ihr übrigens eine tolle Aussicht auf die Gegenburg. Philipp von Nassau-Weilburg hat da seine Burg Philippstein errichtet. Die schauen wir jetzt genau an, ich zoome da ein bisschen hin. 1390 ist die entstanden, mittlerweile aber leider eine Ruine. Das Mobiliar und die kunsthistorischen Sammlungen der gräflichen Familie hier reichen übrigens zurück bis ins 13. Jahrhundert. Ob dieser Tisch und die Stühle hier auch so alt sind, das weiß ich nicht. Aber für die kleinen Königinnen und Könige ist hier gesorgt. Man kann hier richtig toll Geburtstag feiern. Und ich warte jetzt auf meine Geburtstagstorte. Übrigens Infos und Preise blende ich euch ein oder findet ihr auf der Homepage.
vom König zum Ritter und das innerhalb weniger Minuten. All das geht auf Schloss Braunfels, denn die Innenräume hier sind teilweise auch für euch auf den Führungen zu bestaunen und zu besichtigen. Der im 19. Jahrhundert restaurierte Rittersaal, in dem wir uns jetzt befinden, enthält mittelalterliche und barocke Waffen, Hieb-, Stich- und Schusswaffen. Das größte Exponat ist übrigens eine Vollpanzerausrüstung eines Pferdes. Bis zu 150 Kilo musste das Pferd damals mit dem Ritter obendrauf tragen können. Das älteste ist ein Schwert sowie ein Kettenhemd. Natürlich nicht das, was ich jetzt anhabe oder das Schwert, was ich in der Hand trage. Übrigens, so ein Kettenhemd besteht aus bis zu 60.000 Ringen. Vom Rittersaal geht es direkt angrenzend in diesen wunderschönen Raum. Und dieser Raum hier nennt sich Treppenzimmer. Ihr seht es, wirklich repräsentativ, denn die Grafenfamilie wurde in den Fürstenstand auch erhoben. Und nun hinter dieser Tür befindet sich etwas Altes, eigentlich was richtig Altes, mehr als 700 Jahre alt. Und zwar, es gibt die heilige Elisabeth und ihre Tochter, die selige Gertrud, hat diesen Gegenstand besessen. Bevor ihr aber nun erfahrt, was sich hinter der Tür befindet, müsst ihr durch eine andere Tür. Und ich muss euch hierüber etwas erzählen. Wir sind jetzt im Kloster Altenberg. Und hier ruht die selige Gertrud, die Tochter der heiligen Elisabeth, Schutzpatronin von Thüringen und Hessen. Elisabeth wurde nach dem Tod ihres Mannes von der Wartburg vertrieben, wo sie damals heimisch war, und ist in Marburg gelandet. Und auf dem Rat ihres Beichtvaters hat sie ihre Tochter Gertrud hier im Kloster Altenberg abgegeben. Gertrud war damals 4 Jahre alt und im Alter von 21 Jahren war Gertrud die 3. Meisterin des Ordens. Das Kloster Altenberg ist eigentlich nur einen Steinwurf, also ein paar Kilometer von Braunfels entfernt. Und das Kloster war damals zeitweise die Grablege der Grafen von Solms. Die Grafen von Solms versuchten, die Reichsvogtei hier am Kloster zu erwerben. Bis ins Jahr 1802 hatten sie damit keinen Erfolg. Erst durch die Säkularisierung hatten sie dann den Erfolg, den sie wollten. Und somit konnten sie auch zahlreiche Kunstgegenstände damals dann retten und aufs Schloss bringen. Und einen davon schauen wir jetzt an. Und dies ist nun der von mir angesprochene Gegenstand, eine richtig alte Truhe der seligen Gertrud aus dem Kloster Altenberg. Und hier seht ihr nun richtig gut, wie sich zwei Kunstepochen treffen, Historismus und Barock. Ihr könnt es richtig gut unterscheiden an den Fenstern. Zur rechten seht ihr den Historismus und zur linken seht ihr den Barock. Schloss Braunfels schaut nicht nur richtig gut aus, sondern ist auch eine Wehranlage, wie ihr seht. Wir sind hier am Kanonenschießplatz. Dort ist der Drache zu sehen. Die Kanonen hatten damals Namen. Der hat es geschafft, bis zu 1000 Meter weit zu schießen, also außerhalb, leider für die Grafen von Braunfels, der Reichweite von Schloss Philippstein. Das ist nämlich, ich habe es gerade gegoogelt, in 4,4 Kilometern Entfernung. Und ihr seht hier oben auf dem Schießplatz hat man eine tolle Aussicht über Braunfels, Taunus, Westerwald. Kein Schloss ohne Kirche, ihr seht es, wir sind in der Schlosskirche. Im Zuge der Umbaumaßnahmen von einer Burg zu einer Festung im 15. Jahrhundert entstand auch vom Otto II. In der Zeit der Spätgotik die Schlosskirche. Dort hinten seht ihr übrigens ein schönes Fresko. Dort ist der Sohn vom Otto II. Zu sehen, wie die Madonna im Strahlenkranz anbetet. Wir haben jetzt schon viele Burgen und Schlösser besucht. Und da drin sind natürlich auch viele Schloss- und Burgkapellen, das wisst ihr ja. Aber das hier ist mit Abstand die größte Kirche auf einem Schloss, auf einem Burg, den wir bis jetzt besuchen konnten. Hier auf der Schlosskapelle könnt ihr übrigens auch heiraten und eure Gottesdienste feiern, Weihnachten, Ostern, wenn es nach der Pandemie mal wieder so richtig erlaubt ist. Kein Schloss, keine Burg ohne Gefängnis. Hier die böse Herberge für die bösen Leute. Hier geht es übrigens
hinunter in die Stadt zum Marktplatz. Und hier am Haupttor zum Schloss Braunfels, da sind übrigens schon ganz andere Personen durchgelaufen. Richtig große Kamerateams, Kinoproduktionen. Max und die wilde 7 wurde abgedreht, also weitaus größer als Mr. Schneemann TV. Aber dennoch waren wir heute hier zu Gast und da geht mein Dank raus. Vielen Dank an die gräfliche Familie, an alle Mitarbeiter des Schlosses Braunfels. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier auf dieser Tour. Und wir sehen uns bei der nächsten History auf der Fototour. Macht's gut. Ciao.